Ja, und für gerade 500.000 Euro will das Hamburger Aktionshaus Dechau heute ein angeblich von Vincent van Gogh stammendes Gemälde versteigern. Das ist für so ein Bild ziemlich wenig Geld. Oder Walter, bei mir denn jetzt Walter Straten, unser Kunstkenner auch. 500.000 Euro, das ist doch fast ein Schnäppchen, oder? Das klingt für einen originalen Van Gogh gemäßigt, muss man sagen. Wobei man auch sagen muss, die frühen Van Gogh-Werke, die etwas dunkler sind aus seiner holländischen Zeit, werden im Handel auch etwas schlechter bewertet als die knallig bunten aus seiner französischen Zeit. Aber 500.000 ist ein mäßiger Preis, nur der muss auch erstmal erbracht werden heute. Tatsächlich aber um dieses Bild gab es ja eine relativ kuriose Geschichte, wo es auf einmal herkam und ob es dann echt ist oder nicht. Kannst du uns da ganz kurz mal auf den neuesten Stand bringen, was da genau passiert ist? Ja, es kommt aus einem Familienbesitz in Schleswig-Holstein. Ein früherer Imbiss, inzwischen verstorbener Imbissbesitzer, hat dies von einer reichen Dame erworben, deren Großvater angeblich das Bild auf dem Pariser Kunstmarkt um die Jahrhundertwende, also zum 20. Jahrhundert, erworben hat. Es ist dann bei einem Auktionshaus gelandet, das eigentlich nicht auf Kunst, sondern auf Industriewaren spezialisiert ist. Es gab viele Tests, viele Untersuchungen, einige Gutachten auch von Experten, die die Echtheit zertifizieren. Das Okay des Amsterdamer Van Gogh Museums, quasi der großen Instanz, das gibt's nicht. Dieser Echtheitsstempel fehlt halt. Das heißt, das schmälert den Preis wahrscheinlich auch nochmal. Das schmälert den. Es gibt eine gewisse Unsicherheit, ja. Aber nun gibt es ja auch eine neue Untersuchung auf ganz anderem Weg mit künstlicher Intelligenz. Und die spricht wiederum für das Bild. Jetzt wird es heute versteigert. Wir wollen da einmal aktuell reinschauen, weil bei 500.000, das war das Anfangsgebot. Und wir sehen, es steht auch noch immer bei dem Anfangsgebot. Das läuft aber auch noch eine ganze Weile bis heute Abend, also diese Aktion. Deswegen 500.000 Euro, wir haben gerade schon gesprochen, ist jetzt nicht, also ist natürlich eine Summe, aber für einen echten Van Gogh dann doch nicht ganz so viel. Würdest du sagen, vielleicht einen Kredit aufnehmen, alle legen zusammen und am Ende kann man es dann in ein paar Jahren für 1 Million verkaufen, hat richtig Gewinn gemacht? Man muss ein bisschen Gogh-Vertrauen haben in dieses Bild. Also ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass es original ist. Es spricht aber von den Fakten her vieles dafür. Einen Kredit würde ich nicht aufnehmen, aber ich sag mal so, wenn ich ein pralles Konto hätte mit noch viel mehr als 500.000, dann würde ich es wagen, da mal ranzugehen. Mal gucken, was der Tag noch bringt, ob sich zumindest ein Bieter findet, der diese Summe hinlegt oder ob es gegen Ende, bis 18 Uhr läuft ja die Auktion, vielleicht sogar noch ein richtiges Bietergefecht gibt, weil meistens spielt sich sowas hier am Ende ab. Bei einer Online-Auktion geht es ja nicht gleich hoch, sondern viele warten ab, was passiert und drücken dann erst so 10 Minuten vor Schluss aufs Knöpfchen. Trotzdem sollte es echt sein, dann hätte ich, wenn ich es jetzt kaufen würde, in ein paar Jahren auf jeden Fall noch ein teureres Gemälde in der Hand, oder? Das auf jeden Fall würde ich mal streichen. Du hast gute Chancen. Es muss aber den Segen noch kriegen vom Van Gogh Museum, weil sonst bleibt es ein Spekulationsobjekt.